So, willkommen zurück. Da sind wir wieder. Tag 2 und der Theo ist bei uns. Hi. Ja, moin. Und natürlich auch wie immer der Rakan. Hi. Tachchen. Wir bauen immer noch an unserem Hütchen hier, noch völlig ohne Dach. Aber ich baue noch Holz. Ah ja. Hallo, mein Essen kommt. Wir haben immer noch das Problem, dass Ole Rakan versüfft ist, hätte ich fast gesagt, krank ist, und wir haben immer noch keine Medizin gefunden. Mach mal die Luke dicht, du wirst ja bestimmt jetzt gleich dein Essen empfangen nehmen. So, dann weg mal noch den einen oder anderen Baum fällen. Ja, ich will auch das Holz sammeln. Ich werde auf jeden Fall trotzdem noch mal runter in die Stadt gehen und da noch ein bisschen rumlooten, in der Hoffnung, vielleicht noch Antibiotika zu finden oder sowas. Ansonsten wird uns der gute Rakan irgendwann verrecken. Ja, ich bin in der Stadt am Holz klopfen. Und am Suchen. Ich habe übrigens in einem Video oder in einem Beitrag, ich glaube in einem Forum gelesen, dass Woodframes länger brennen als Holz. Wenn man also aus Holz erst Woodframes macht und dann die Woodframes ins Feuer tut, dann spart man Holz so, ja. Ja, man, Woodframe wird aus zwei Holz gemacht. Aber der brennt länger als zwei Holz brennen, wenn du sie so rintust. Irgendwie so meine ich das gelesen zu haben. Und dann ist okay.
Ist ja auf jeden Fall ein idyllisches Tal, in dem wir hier hausen. Und bei dir da, wo du gespawnt bist, Theo, da war eine größere Stadt, ja? Theo? Ja? Da, wo du gespawnt bist, da war eine größere Stadt, ja? Ja, auf dem Weg kam noch eine größere. Okay. Und zwei insgesamt. Und noch ein Dorf dabei. Aber wir könnten mal eine Expedition in die Stadt machen da. Oder wir. Ja gut, hier ist ja nichts mehr. Nee, haben wir hier schon alle Häuser durch? Ich glaube nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Antibiotika. Antibiotika, Antibiotika. Also so Spiegelschränke über den Waschtischen und so. Und ich denke mal, wenn der Tag rum ist, dann fängt er an, langsam Lebenspunkte zu verlieren, wenn ich mich recht entsinne, und dann irgendwann stirbt er uns. Oh, da ist er wieder. Da ist er wieder, ja. Wir reden gerade darüber, dass wir ein bisschen rumlooten noch hier, damit wir endlich ein bisschen deine Seuche wegkriegen. Hm. Aber erstmal muss ich was essen. Was denn? Achso, dann essen. Verdammt, jetzt halt vergessen, leide dich. Ja, also die nächste Stadt. Dann müssen wir über das Mittelmedium komplett durchqueren, am See lang, dann kommen wir in so eine Stadt. Ich kann aber mal hinlatschen. Kannst du machen so. Ja, du brauchst ja Antibiotika. Ja, ich werde mal hier hochgucken zum Händler.
Dann nimm mal ein paar Coins mit. Aber ich, so, jetzt ich kann jetzt 100 der Äxte herstellen. Oh. Ich hätte gerne eine. Mach ich gleich. Ich kann nämlich 25er herstellen. Ich nehme mal die 32 Coins und die 34 Dollar mit vom Händler. Okay, dann begleite ich dich. Ja, wartet mal, dann komme ich auch mit. Wenn, dann machen wir das zusammen. Ich baue mal schnell noch 200er extra, wenn ihr wollt. Okay. Was du noch machen kannst, wenn du willst. Mitnehmen, dass wir vielleicht eine Werkbank bauen können. Eine Werkbank bauen, da braucht man einen Schraubenschlüssel für. Und einen Klohammer, den haben wir noch nicht. Da haben wir denn alles. Aber wir haben noch keine Federn für die Herstellung. Nee, aber wir haben... ich habe die Werkbank aber noch nicht freigeschaltet. Also ich kann die nicht bauen. Ich habe bis jetzt alles auf Werkzeuge getan. Also wir haben einen Klohammer und wir haben einen Schraubenschlüssel. Einigen nur mal so. Die B100er extra habe ich in die obere Kiste getan. Alles klar, danke. Jo, warte. So, ich warte hier. Straße, glaube ich, hoch. Warte hier auf Kuba. Komme. Oh, jo. Ich hab schnell noch einen Happen getrunken. Hm. Oh, die Straße sieht ja wild aus hier. Ja. Das ist jetzt, was ich meinte vorhin mit der Erklärung, was du auch gesagt hattest, dass die Karte manchmal so seltsame Sachen produziert. Ich meine, zum Glück kann man das ja immer wieder neu machen, bis es dann irgendwann mal passt. Aber ja, das Wahre ist es nun nicht. Aber wir folgen erstmal der Straße, oder? Ja, wo ist denn Theo? Ah, der ist schon vor, alles klar. Oder wie? Nein, ich bin hinter euch. Wenn da Tocken drin sind, also die gelben, sagt mir das einfach, dann nehme ich die, weil ich habe jetzt schon 34. Jo. Okay. Jo. Wo laufen wir jetzt hin? Achso, zum Händler. Sag doch mal, dass ich alt bin. Baumfäller. Ach, wo? Wie? Hier sind sie C.
Langärmlicher Pullover, falls einer will. Nachher. Was? Gib her? Nachher. Achso. Bist du hier lang gekommen, Theo? Führt die Straße direkt dahin oder was? Augenblick, guck mal. Nee, macht's ja, nicht. Nach parallel. Rechts müssen wir. Genau. Okay. Ich bin auch parallel gelaufen. Also querfeld ein. Ah, da ist eine Stadt. Achtung, schwarzer Wolf, rechts von der Straße. Laufen wir querfeld ein, genau drauf zu, oder was? Nee, lass mal noch ruhig die Straße noch runterrennen. Okay. Jo, kloppen schon wieder die Steine vor der Nase. Ich brauch die Pfeile. Ach. Ich wollte damit murmeln. Ja. Wir sind nämlich hier auch. Wie heißt dieses Spiel, was die Franzosen spielen mit diesen mit den Kugeln? Bowl. Ja. Ja, genau, sowas. Bei Kindern ist das Boccia. Aber da war du so alle bist, Theo. Ich war irgendwann mal kleiner und jünger. Was, du warst mal kleiner und jünger? Kleiner geht doch gar nicht, oder? Keine Ahnung. War jetzt nur so eine Annahme. Ja, du musst sehen, wenn er. Oh, da ist ein See, treffen. Ein Tümpel. Das ist ja cool. Da ist der Händler, oder? Ja, da ist der Händler. Da unten ist auch der Händler, genau. Ist ja auch ein idyllisches Plätzchen hier. Ja, ich bin schön parallel da. 100 Meter links bin ich gelaufen. Hier herrscht ein absoluter Konkurrenzdruck. Nee, nee, ich hab nur. Das, was ich da rausgeholt habe, das halt die Patronenhülsen, ist gar nicht schlecht. Hab ich schon ein paar gehabt. Ja, aber ich dachte, ich hatte ja die Hoffnung, dass der Schnee hier unten aufhört, aber macht das irgendwie nicht so richtig. Das ist nicht groß hier. Das ist ein richtiges Winterbiom. Hier müssten wir ja dann theoretisch auch dieses Nitrat finden. Theoretisch. Ja. Okay, nehmen alle zurück, so idyllisch ist das hier nicht. Da ist ein Hirsch. Hirsch ist gut, kann man essen. Der rennt echt ins Wasser, ich fass es nicht. Bogen auf, Marsch, Marsch. Oh, da ist eine große Stadt. Noch ein Hirsch. Also ich schwimme den jetzt nicht hinterher. Der wird jetzt wahrscheinlich verrecken im Wasser. Ja, die Stadt meinte ich. Kommt ihr mit oder bleibt ja. Ihr? Ja. Ja, Papa. Ausdauer. Ich muss ab und zu mal anhalten. Ja, gut. Mir tut es um den Hirsch leid.
Federn. Hoffentlich ist es schön warm beim Händler. So ist es kalt? Ja, noch nicht, aber ich denke mal, es wird bald kommen. Hier, Baumstumpf. Oh. Cool, eine Sonnenbrille. Hab noch ein Jagdmesser gefunden. Cool. Vor mir war wohl schon jemand. Entweder ich oder Harkan. Könnte sein. Ist ja nicht lustig, wenn man nicht speziell danach sucht, findet man so gut wie nie Vogelnester. Aber wenn man nur durch die Gegend rennt, dann kann man ja nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, muss man alle eine Sekunde, alle Nase lang anhalten. Wo ist denn hier der Eingang, verdammt? Ich renne hier auch gerade ringsherum. Yes, ah, hier, Karpfen. Immer komplett ringsherum hier ran. Super. Ist hier sperrt? Wieso denn das? 11 Uhr vormittags. Eigentlich komisch. Das ist ja komisch. Aufklocken kannst du das nicht. Na gut, dann können wir nicht machen, dann hauen wir ihn wieder ab. Hat sich irgendwas verändert jetzt mit der 16.3? Habe ich irgendwas verpasst, dass man hier irgendwie, keine Ahnung, ist heute Sonntag oder so, verkaufsgeschlossen? Keine Ahnung. Was machen wir jetzt? In die Stadt oder wieder zurück? In die Stadt. Stadt würde ich sagen. Wir brauchen noch was zu essen, oder nicht? Zu essen und wir brauchen Medizin für René. Ich bin jetzt runter auf 41 Grad. Ist die Stadt im Schnee? Ich hoffe nicht. Ansonsten müssen wir schnell einen Campfire mal machen. Ja, das weiß ich nicht. Hier in die Stadt durch. Ich bin schon losgerannt, ja? Ja, alles klar. Weg! Ja, gut. Wir rennen dir sozusagen hinterher. Das ist hervorragend. Was für eine bescheuerte Gegend hier, oder? Ob wir jemals wieder zurückfinden? Ja, wir haben doch unsere Schlafsäcke positioniert. Da ist ein Militärcamp. Nee, nur ein Zelt. Wo war denn jetzt die Stadt hier? Ah, da ist ein Hochhaus. Ich befürchte, das ist eine Stadt im Schneebiom. Tja, ob wir das übrigens das Geier hinter euch ist ein Geier. So hinter euch? Ja, weil der hinter euch herfliegt. Gut, wir machen an dieser Stelle mal einen Break. In der nächsten Folge werden wir sehen, ob wir das überleben. Genau. Ciao. Tschüss. Tschüss.